Hallo, willkommen zu einem neuen Lesevlog von mir. Juhu! Ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit. Und außerdem brauche ich irgendwie auch so ein bisschen eine Lesemotivation, einen Antrieb, der mich zum Lesen bringt, weil ich mal wieder irgendwie so ein bisschen in einer kleinen Leseflaute bin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich momentan super, super wenig Freizeit habe und echt viel um die Ohren habe. Oder ob ich wirklich, ja, einfach nicht so Lust habe zu lesen. Ich möchte aber auf jeden Fall wieder zurück in so eine Leseroutine finden, dass ich mir jeden Tag ein bisschen Zeit dafür nehme. Ob ich dann wirklich viel lese oder nicht, ist ja ganz egal. Ich möchte nur einfach wieder da reinkommen, dass ich ja einfach in so einer Lesemut bin. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich habe gestern den dritten Band von Ophelia Scale beendet. Es war ganz gut. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Es war sehr, sehr mitreißend und dramatisch. Ich fand dann das Ganze, wie es aufgelöst wurde, so ein bisschen abrupt. Es kam mir alles ein bisschen zu plötzlich. Aber es war okay. Ich mochte die Reihe ganz gerne. Und heute habe ich mit Wie ein Schatten im Sommer von Adriana Popescu angefangen. Ich weiß, ein Sommerbuch im Oktober ist irgendwie unpassend. Aber das Buch ist erst so spät erschienen und ich habe es als Rezensionsexemplar vom Bloggerportal bekommen. Und ja, muss es eben deshalb jetzt trotzdem lesen, obwohl jetzt Herbst ist. Aber ich habe jetzt schon die ersten 112 Seiten gelesen und ich glaube, es macht mir nichts aus, dass es im Sommer spielt. Ja, ich finde es ganz gut bis jetzt. Ich mag die Protagonisten mal wieder super, super gerne. Adriana Popescu, er schafft einfach immer ganz besondere und einzigartige Charaktere, mit denen man sich, wie ich finde, immer ganz gut identifizieren kann. Ich finde, dass der Klappentext sehr, sehr, sehr Mainstream klingt. Also es geht hier um Vio, die mit ihren Eltern aus der Großstadt aufs Land zieht und von der ganzen Sache irgendwie nicht so begeistert ist, weil sie natürlich ihre Freunde und ihr ganzes Leben irgendwie hinter sich gelassen hat. Allerdings gibt es wohl auch irgendwie etwas, was in der Stadt passiert ist, was nicht so toll war. Da weiß man noch nichts Genaueres drüber. Und deshalb, ja, versucht sie diesen Neubeginn irgendwie halt auch positiv zu sehen und sich auf was Neues zu freuen. Und sie trifft dann direkt an ihrem ersten Tag Konstantin, auch ich und Namen immer. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb ziemlich gut und ich denke mal, dass sich so eine Beziehung zwischen den beiden entwickelt. Also es lässt sich zumindest erahnen. Und ja, also ich finde, das Ganze klingt sehr klischeehaft. Ich habe solche Geschichten ehrlich gesagt schon öfter gelesen, aber mochte das eigentlich bisher immer ganz gerne und hoffe trotzdem, dass das Buch hier noch so ein bisschen Innovation und vielleicht ein bisschen was Neues mit sich bringt. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es ist bis jetzt auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte. Die Schrift ist super, super groß, weshalb ich ganz schnell vorankomme, was sich sehr schön anfühlt. Und ja, bisher lese ich sehr gerne. Ich habe jetzt auch heute 112 Seiten gelesen, was echt nicht schlecht ist, muss ich sagen, für meine Verhältnisse. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, das Buch im Laufe der nächsten Woche zu beenden. Das klingt jetzt für mich gerade erstmal sehr unrealistisch, aber es passt zu meinem Vorsatz, wieder meine Leseroutine zu finden. Das ganze Ding hat 460 Seiten. Das heißt, wenn ich jeden Tag 50 Seiten lese, müsste das eigentlich klappen. Mal schauen, wie das wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Es ist Montag. Das Wochenende hat mich nun verlassen und es ist die erste Woche, in der ich wieder Klausuren schreibe und ich habe ein bisschen Angst und weiß noch nicht, wie gut ich so meine Lernroutine hineinfinden werde und wie das eigentlich alles geht. Ich hoffe, dass ich es einrichten kann, trotzdem gut voranzukommen. Ich habe gestern noch bis Seite 145 gelesen. Richtig cool, ich habe 150 Seiten fast an einem Tag gelesen. Das ist schon eine Bestleistung im Vergleich zu den letzten Wochen.
Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es so gut weitergehen wird. Ich habe langsam echt Gefallen gefunden an dem Buch. Also es ist so locker leicht und es lässt sich so schnell und angenehm lesen. Ich mag die Protagonistin voll gern. Ich finde die Geschichte bis jetzt erst cool. Es stört mich tatsächlich auch gar nicht, dass es draußen die ganze Zeit regnet, während ich ein Sommerbuch lese. Auch wenn ich glaube, dass es trotzdem perfekt in den Sommer passen würde. Ja, das heißt, ich bin bis jetzt durchaus angetan von diesem Buch und freue mich auf jeden Fall sehr darauf, weiterzulesen. Ich habe jetzt heute auch gar nicht mehr so viel zu tun, deswegen werde ich meine Zeit nutzen und mal schauen, ob ich noch ein bisschen vorankomme. Ich würde schon ganz gerne 50 Seiten schaffen. Das wäre so mein Ziel für heute, glaube ich. Ich bin gerade auf Seite 236 und irgendwie klingt meine anfängliche Begeisterung gerade so ein bisschen ab, weil Konstantin, der eine Hauptprotagonist, aus dessen Sicht das Buch erzählt ist, so naiv und anstrengend ist. Also irgendwie lässt er sich von Leuten zu Sachen zwingen, die er nicht mag, die er nicht machen will. Und das nervt mich so sehr, weil ich solche Protagonisten nicht verstehe. Warum kannst du nicht einfach Nein sagen? Das regt mich so auf die ganze Zeit. Und ich weiß, dass es solche Menschen gibt, aber ich bin halt absolut nicht so. Und ich kann mich nicht damit identifizieren, dass Leute Dinge mit sich machen lassen, die sie nicht möchten. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich kann mich da nicht hineinversetzen. Und es nervt mich so sehr gerade an diesem Buch. Und die andere Protagonistin, also das Buch ist aus zwei Perspektiven, erzählt einmal aus der von Vio und einmal aus der von Konstantin. Und Vio, die ist halt das glatte Gegenteil. Sie setzt sich sehr stark für ihre Meinung ein. Und das resultiert darin, dass egal mit wem sie sich unterhält, es endet irgendwie in einem Streit oder einer unangenehmen Situation. Ja, das ist einfach gerade so ein bisschen das Problem damit, dass die beiden Charaktere mir zu sehr in die beiden Extreme gehen. Ich kann mich da einfach nicht so gut hineinversetzen. Ja, das stört mich gerade so ein bisschen beim Lesen. Trotzdem komme ich ganz gut daran voran, weil das Schreibstil einfach super angenehm ist und sich so locker leicht lesen lässt. Aber das Problem ist einfach, dass eigentlich so gut wie keine Handlung existiert, außer eben Diskussionen zwischen Vio und irgendeiner anderen Person. Und Konstantin, der sich von irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Sachen zwingen lässt. Ich habe mir das neue Buch von Kerstin Gill gekauft. Ich freue mich so sehr darüber. Ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr über ein neues Buch gefreut. Ich bin echt ein bisschen spät dran. Das Buch ist schon vor, ich glaube, 2 Wochen oder so rausgekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich wollte eigentlich noch warten, bis ich wirklich Zeit habe, das Buch zu lesen und es mir dann erst kaufen. Allerdings habe ich da mitbekommen, dass die Limited Edition mit dem blauen Buchschnitt super schnell vom Tisch geht. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, machst du eine Ausnahme und haust es erstmal auf den Sub. Und jetzt habe ich es und ich freue mich so sehr. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber. Das wandert jetzt erstmal auf mein Subregal. Aber dann wird es gelesen und hoffentlich geliebt. Yay! Hallo, hallo. Heute war mein letzter Schultag und jetzt habe ich Herbstferien. Juhu! Ich habe mir heute vorgenommen, mein Handy auszuschalten bis heute Abend oder vielleicht sogar bis morgen früh. Also, dass ich es erst morgen früh wieder anmache, weiß ich jetzt noch nicht genau. Eigentlich sollte ich heute nichts mehr verpassen in der Online-Welt. Aber mal schauen. Ich will mich da jetzt noch nicht so festlegen. Aber ich dachte mir einfach, dass so ein handyfreier Tag mir nicht schaden würde. Ich war wirklich die letzte Woche super, super viel an diesem Handy. Ich habe jetzt nicht auf meine Bildschirmzeit geguckt, aber ich weiß es auch so vom Gefühl her.
Und ja, wir müssen die Herbstferien mit einer richtig guten Leseenergie einleiten. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist heute der perfekte Tag für ein Handy-Detox. Ich habe noch mein iPad. Von dem iPad werde ich auch Instagram und YouTube deinstallieren, weil sonst weiß ich, dass ich einfach vom Handy zum iPad switchen werde. Aber vielleicht habe ich später mal Lust, Netflix zu gucken oder Musik zu hören oder so. Deshalb will ich jetzt mein iPad nicht komplett ausschalten, damit ich noch ein bisschen Zugriff auf so gewisse Unterhaltungsmedien habe. Ich weiß nicht, ob es geschummelt ist, aber ich kann nicht lesen, ohne dass Musik im Hintergrund läuft. Und deshalb brauche ich das. Das ist auf jeden Fall mein Plan für heute. Ich will versuchen, mein Buch zu beenden. Mal gucken, ob es realistisch ist. Ich habe jetzt, glaube ich, noch um die 100 Seiten oder so. Ich gucke gleich nochmal. Und ja, let's go. Ich bin auf Seite 427 und das Buch regt mich gerade so krass auf. Sie machen die ganze Zeit irgendwas richtig Dummes und wissen auch noch, dass es dumm ist und machen es trotzdem und es regt mich so auf. Ich kann einfach nicht relaten mit diesen Charakteren. Warum macht man das? Ich checke das nicht. Und ja, ich verstehe, dass das Buch diese Problematik halt aufführen möchte und ich denke auch, dass es realistisch ist und so. Aber es bereitet mir absolut kein Lesevergnügen, weil es mich einfach nur aufregt. Es ist einfach so anstrengend zu lesen. Ja, es ist allerdings sehr spannend gerade tatsächlich. Es geht um Leben und Tod. Und ich denke mal, ich werde es jetzt gleich beenden. Ich habe jetzt nur noch 30 Seiten übrig. Und dann schauen wir mal, was mein Endfazit sagt. Okay, ich bin durch und werde jetzt versuchen, euch mein Fazit zu dem Buch zu geben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es machen will, da ich sehr zwiegespalten bin und gerade nach dem Nachwort nicht ganz weiß, wie ich jetzt über das Buch denken und reden soll. Also erstmal, die Thematiken, die hier behandelt werden, sind super, super wichtig. Ausländerfeindlichkeit, Gruppenzwang, Vandalismus, Rassismus, Diskriminierung. Ich finde, dass diese Themen hier sehr gut drin verarbeitet wurden. Man erfährt auch im Nachwort, dass eben die Autorin selber damit Erfahrungen gemacht hat oder immer noch macht. Ja, daher finde ich es super wichtig zu sagen, dass mir dieser Aspekt des Buches sehr gut gefallen hat. Ich finde es super toll, wenn solche wichtigen politischen, gesellschaftlichen Themen in Jugendbüchern angesprochen werden. Leider war das Buch irgendwie für mich trotzdem nicht so das Leseerlebnis, weil es mich einfach die ganze Zeit aufgeregt hat, wie diese Charaktere handeln. Und das war zwar alles sehr realistisch und gut, aber es war halt für mich, es hat mich so aufgeregt, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen hatte ich irgendwie die ganze Zeit nicht so den riesigsten Spaß beim Lesen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich euch das Buch empfehlen soll oder nicht. Weil es einerseits total gut und wichtig ist und es ist auch toll geschrieben und am Anfang mochte ich es ja auch richtig gerne, weil die Charaktere irgendwie so echt und nahbar sind. Aber es hat mir einfach jetzt nicht so richtig Spaß gemacht. Und ja, das ist mein Zwiespalt. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln von meiner Gefühlswelt. Ja, ich denke mal, ihr könnt euch da jetzt einfach eure eigene Meinung draus bilden und für euch daraus abwägen, ob ihr das Buch lesen möchtet oder nicht. Ja, so viel dazu. Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Meine Uhr ist stehen geblieben und mein Handy habe ich nicht, deswegen gar kein Zeitgefühl mehr. Aber ich denke mal, ich werde heute im Laufe des Tages noch ein neues Buch anfangen. Mal gucken. Ich glaube, ich werde jetzt eine Serie schauen oder so. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt echt lange am Stück gelesen, deswegen brauche ich mal kurz eine Pause. Und ja, deswegen mal gucken. Ich melde mich dann bei euch, wenn ich mich entschieden habe, was ich als nächstes lese. Hallo und guten Morgen. Ich habe vorhin ein neues Buch angefangen. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich weiß, ich habe gesagt, dass es noch ein bisschen warten muss, dass andere Bücher Vorrang haben. Aber es stand da, es hat mich angelacht von meinem Regal aus und ich konnte nicht widerstehen und ich habe es angefangen. Ich habe nur so ein bisschen reingelesen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt erst auf Seite 37 und kann deshalb auch noch nicht so viel dazu sagen. Mein erster Eindruck ist eigentlich ganz gut. Ich dachte bis Seite 10, dass
der Hauptprotagonist ein Mädchen ist. aber ansonsten mal schauen. Ich bin super gespannt und hoffe, dass ich das recht zügig durchlesen werde. Ich fahre am Donnerstag weg und werde da wahrscheinlich nicht so viel Zeit zum Lesen haben. Und bis dahin würde ich das Buch gerne beenden. Das heißt, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Tage Zeit. Ja, 5 ist richtig. Also, aber ich denke mal, das sollte machbar sein. Es hat ja ungefähr 500 Seiten, also 100 Seiten pro Tag. Müsste gehen, ich habe ja Ferien, ne? Ich bin auf Seite 113 in Vergissmeinnicht und eigentlich wollte ich heute so den ultimativen Lesetag machen. Aber irgendwie catcht mich das Buch nicht so richtig und ich war dann einfach nicht in der Laune dafür, den ganzen Tag in meinem Sessel zu lesen und mich nur damit auseinanderzusetzen, weil es kriegt mich nicht. Also bis jetzt nicht. Ich meine, 100 Seiten als Einstieg ist zwar schon was, aber manchmal reicht es halt nicht bei manchen Büchern. Erwartet habe ich das trotzdem nicht. Und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Weil eigentlich ist es ja ganz gut, aber irgendwie finde ich die Geschichte, glaube ich, zu vorhersehbar. Nicht vom inhaltlichen Aspekt her, sondern eher von dem her, wie es halt aufgebaut ist. Es ist einfach dieses Schema, Mensch führt ein normales Leben und dann passiert was, ein einschlagender Moment. Und plötzlich findet die Person heraus, dass es halt eigentlich so Fantasy-Elemente gibt und so. Und man kennt's halt, wisst ihr? Und deshalb bin ich jetzt noch nicht an diesem Punkt, wo ich unbedingt die ganze Zeit weiterlesen möchte. Und finde es nicht so spannend, auch wenn der Schreibstil toll ist und die Protagonisten sind ganz süß und so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es hat mich einfach noch nicht so richtig gekriegt. Ich hoffe, es ändert sich noch was daran. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade noch mehr in meiner Leseflaute versumpfe. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch nur noch 3 Tage Zeit und dann bin ich ja weg. Ich weiß auch nicht. Ich werde mal versuchen, dran zu bleiben. Ich habe schon überlegt, ob ich das Buch vielleicht wieder pausiere und doch nochmal was anderes lese, weil es vielleicht einfach dran liegt, dass ich gerade nicht so in der Stimmung dafür bin. Aber eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Buch pausieren meistens auch nicht hilft und ich dadurch nur noch mehr in der Leseflaute komme und deswegen will ich eigentlich dranbleiben? Ich meine, ich finde es jetzt nicht grottenschlecht, so ist es auch nicht. Nur es, ja, hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig gecatcht bisher. Aber ja, vielleicht ändert sich da ja nochmal was dran. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und heute vielleicht auch noch ein bisschen lesen. Aber jetzt will ich, glaube ich, erstmal eine Serie schauen oder so, weil... Hallo! Hier bin ich wieder. Ich war auf einem 4-tägigen Lehrgang und habe deswegen nicht gevloggt und auch nicht wirklich viel gelesen. Ich bin immer noch irgendwo da in Vergissmeinnicht von Kerstin Gier. Und ich habe mittlerweile beschlossen, dass ich das Buch jetzt abbrechen werde. Oder pausieren, besser gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es jetzt erstmal beiseite legen und dann wahrscheinlich irgendwann weiterlesen. Es gefällt mir einfach momentan überhaupt nicht. Es catcht mich nicht. Ich finde es unfassbar langweilig irgendwie. Und ich merke richtig, wie ich immer tiefer in diese Leseflaute rutsche und ich habe da keinen Bock drauf und deshalb kommt es jetzt weg. Es tut mir so leid, wirklich. Ich habe gedacht, das wird ein richtiges Highlight, das neue Kerstin Gier Buch, aber irgendwie kann es mich einfach absolut nicht abholen und deswegen muss es jetzt leider ersetzt werden. Und ich habe mich da auch schon für ein Buch entschieden. Und zwar werde ich mit Als ich statt in Flammen stand von Kimberly Jones und Julie Siegel weitermachen. Das Buch soll nämlich sehr spannend und fesselnd sein. Außerdem ist es nicht sehr dick. Es hat noch nicht mal 300 Seiten, nur 250 oder so, glaube ich. Und ich hoffe einfach, dass ich da dann irgendwie schnell durchkommen werde und dass mich das so ein bisschen motivieren wird, wieder mehr zu lesen. Ja, also ich übertrage jetzt eine große Verantwortung an dieses Buch. Es soll mich bitte aus meiner Leseflaute retten. ja, ich bin super gespannt und werde jetzt mal anfangen reinzulesen. In dem Buch geht es um Lena und Campbell, die sich beide überhaupt nicht kennen und scheinbar aus völlig unterschiedlichen Welten kommen. Bei einem Football-Match treffen sie sich dann durch Zufall und geraten plötzlich in eine Auseinandersetzung der Zuschauer,
Es ist eine riesige Eskalation, die von Hass und Gewalt getragen wird. Und ja, sie landen eben beide unverhofft Seite an Seite gemeinsam mitten in diesen Unruhen und versuchen dann zusammen zu entkommen und irgendwie es sicher nach Hause zu schaffen. Dabei sind sie eben aufeinander angewiesen und lernen sich ein bisschen besser kennen, als sie es vielleicht beabsichtigt hatten oder sonst getan hätten. Und es geht eben sehr viel um diese Zwischenmenschlichkeit, aber auch sehr viel um das Rassismus-Thema und woher diese Gewalt eigentlich kommt. Ich bin auf Seite 107 in Als die Stadt in Flammen stand und bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Es ist genau das, was ich mir davon erhofft habe. Es lässt sich einfach locker leicht lesen. Es ist irgendwie richtig spannend und fesselnd. Also ich lese echt gerne darin. Es hat einen sehr hysterischen und aufgeregten Unterton. Also alles, was hier passiert, ist äußerst dramatisch. Das fand ich heute Morgen ein bisschen anstrengend, so direkt nach dem Aufwachen. Aber an sich ist es eigentlich ganz gut, weil es mich halt so ein bisschen fesselt an das Buch. Aber ich glaube, wenn man jetzt was Entspannendes lesen möchte, ist das ja nicht unbedingt die richtige Wahl. Ich habe jetzt tatsächlich auch nur noch 150 Seiten übrig, weil das Buch ja insgesamt nur 260 Seiten hat. Was ich übrigens sehr angenehm finde in meiner momentanen Leseflauten-Situation. Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall, das noch an den Herbstferien zu beenden. Die sind in 2,5 Tagen rum. Ja, müsste machbar sein. Also wirklich, das ist das mindeste Ziel. Und ja, ich bin ganz glücklich damit, dass ich Vergissmeinnicht nicht weggepackt habe und damit gestartet habe. Und halt euch auf dem Laufenden, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich bin auf den finalen Seiten von Als die Stadt in Flammen stand angekommen. Ich habe jetzt noch gut 30 Seiten übrig und werde es auf jeden Fall heute noch beenden. Und ich habe wirklich die letzten 100 Seiten so in einem Rutsch gelesen. Es hat so Spaß gemacht, weil es so spannend ist und die Charaktere sind irgendwie super cool und es ist mal wieder so was ganz anderes. Das Ganze spielt ja auch nur innerhalb eines Abends und man begleitet die Charaktere eben nur für ein paar Stunden. Und das ist einerseits voll cool, weil es dadurch halt irgendwie spannender wird, weil durchgehend was passiert. Aber andererseits lernt man die Charaktere eben auch dadurch nicht so gut kennen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, dass ich es noch toller finden würde, wenn ich ein bisschen mehr noch mit dem Protagonisten mitfiebern könnte. Weil es halt an sich schon eine sehr spannende Geschichte ist und sehr viel passiert. Aber man erfährt halt wirklich wenig über das Leben der Protagonisten. Also natürlich so ein bisschen so die Basic-Sachen. Aber ja, es spielt halt nur an einem Abend, also es ist jetzt nicht so, als würde man die halbe Lebensgeschichte der Leute hier kennenlernen. Ja, aber so insgesamt finde ich es bis jetzt richtig, richtig toll. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt abgeschlossen wird. Es ist schon sehr, sehr dramatisch, also wie ich ja auch gestern, glaube ich, schon gesagt habe. Es ist wirklich durchgehend super aufgeregt und hektisch irgendwie. Aber ja, dadurch, dass es so dünn ist, finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn man halt auch wirklich schnell durch ist. Damit wäre das jetzt ein 500-Seiten-Buch durchgehend so ein hysterischer Tonfall, dann fände ich das, glaube ich, schon extrem anstrengend. Aber so, ja, war das jetzt einfach mal ein richtig schönes Buch für zwischendurch. Und genau, ich werde mich jetzt gleich mal an die letzten 30 Seiten setzen und euch dann nochmal ganz kurz sagen, wie ich den Abschluss fand. Und ja. So, ich habe das Buch jetzt gerade eben beendet. Es hat mir richtig gut gefallen. Also ich mochte es wirklich gerne. Ich habe eigentlich gar nichts daran auszusetzen. Es war einfach eine angenehme, spannende Leseerfahrung. Es ließ sich so locker leicht dahin lesen. Es war irgendwie perfekt für zwischendurch, ohne dabei unwichtig zu sein.
weil dieses Buch hier eben auch sehr wichtige Themen behandelt, wie Rassismus und Vandalismus. Und ja, es ist einfach mal wieder eine sehr augenöffnende Geschichte gewesen. Und das fand ich super gut, weil es eben in dieser spannenden Unterhaltung auch einen Mehrwert geboten hat. Und das, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde das Buch auf jeden Fall allen empfehlen, die sich gerne mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen möchten. Aber auch allen, die einfach was Spannendes für zwischendurch lesen möchten. Denn das Thema spielt zwar eine wichtige Rolle, aber steht jetzt nicht komplett im Vordergrund. Es geht auch sehr viel um Freundschaft und Familie. Ich denke, dass ich jetzt an dieser Stelle hier den Lesevlog beenden werde. Ich habe jetzt, glaube ich, fast 3 Wochen gefilmt. Voll krass. Mein Ziel war es ja ursprünglich, wieder meine Leseroutine reinzufinden. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Was jetzt aber vor allem, glaube ich, an den Ferien lag, weil ich da sowieso nicht so komplett in meinem Alltag drin bin. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich habe immerhin 2 Bücher beendet. Mal schauen, wie es weitergeht mit mir und meiner Leseflaute. Ich habe das Gefühl, dass mich das Buch hier ein bisschen vorangebracht hat. Also, dass es jetzt wieder bergauf geht. Ich hoffe, das bleibt so. Jetzt beginnt natürlich erstmal wieder der Struggle, dass ich nicht weiß, was ich als nächstes lesen soll. Mal schauen, was es wird. Ja, aber genug geredet. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Ciao!